Und abermals heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Tempel München Piercing und Tattoo erklärt. In der heutigen Folge geht es einfach nur einen ganz, ganz kurzen Schwenk zu dem Thema, was hat es eigentlich mit den sterilen Handschuhen auf sich? Ich erinnere mich noch gut daran, als mir mein damaliger Ausbilder tatsächlich erklärt hat, als ich ihn gefragt habe, was wir denn heute machen, hat er mir gesagt, heute ziehen wir Handschuhe an. Ich dachte erst, das wäre ein Witz und ich habe gelacht. Er hat leider nicht gelacht. Heute weiß ich auch warum. Als kurze Einleitung vielleicht nur ganz kurz nebenbei. Üblicherweise sitzt hier direkt vor mir ein Kunde. Ich trage wiederum eine FFP2-Maske und ich trage schwarze Handschuhe. Darauf verzichten wir gerade an dieser Stelle einfach nur aus dem Grund, ihr versteht mich deutlich besser, wenn ich keine Maske aufhabe. Die Handschuhe, um die es dann tatsächlich ging, die ich den ganzen Tag anziehen sollte, waren diese hier. Steril, einzeln verpackte OP-Handschuhe. Der gravierende Unterschied zwischen diesen Handschuhen und den Handschuhen aus der praktischen Spenderbox, wo 100 Stück drin sind, ist der, die hier sind einzeln verpackt. Da hat noch niemand seine Finger dran gehabt und sie sind absolut frei von allen Verunreinigungen. Diese Handschuhe sind in einem Briefchen sind in einer sterilen Verpackung eingepackt und liegen dann noch eingefaltet in ein Papierbriefchen. Und was es damit auf sich hat, zeige ich euch gerne jetzt. Zunächst ganz wichtig, diese Handschuhe werden nicht hier seitlich aufgerissen oder hier oben aufgerissen wie ein Kondombriefchen, sondern sie haben hier oben extra eine Falte zum Öffnen. Diese Falte wird vorsichtig geöffnet und dann nehmen wir das Briefchen heraus. Üblicherweise würde ich jetzt anfangen, mir hier meine Handschuhe anzuziehen. Für die bessere Veranschaulichung drehe ich mal eben ganz kurz meinen Tisch so, dass die Kamera auch meinen Bewegungen folgen kann. So, dieses Briefchen hier ist nicht mehr steril, nachdem ich es angefasst habe, aber an der Außenseite ist das Berühren überhaupt kein Thema. Sobald wir es aufklappen, sehen wir eine Umschlagfalte oben und eine Umschlagfalte unten. Diese Umschlagfalten dürfen wir auch berühren, das ist kein Problem. Absolut tabu ist das, was man hier nun gerade schon erahnen kann, nämlich der Part, an dem sich die Handschuhe selbst befinden. Das heißt, wir schlagen zuallererst einmal hier die Falte um, damit wir eine möglichst glatte Papieroberfläche kriegen. Und das gleiche machen wir hier unten. Hier haben wir die zwei kleinen Quadrate, an denen wir das Papier berühren dürfen. Und damit ziehen wir das Ganze auseinander. Ich schlage dann ganz gerne hier einmal ganz kurz um, damit das Ganze auch offen bleibt. Nun liegen die Handschuhe direkt vor mir. Wir sehen hier die beschriftete Innenseite der Handschuhe, die ich tatsächlich akut berühren darf. Und hier sehen wir die Außenseite, ebenso wie das umgebende Papier innerhalb der Umschlagfalte, wo ich auf keinen Fall einen Finger hinführen darf. Eigentlich ist das Ganze kein großes Hexenwerk, wenn man es ein paar hundert Mal gemacht hat, aber ich zeige es gerne trotzdem. Hier darf ich die Handschuhe berühren. Ausschließlich hier rings um den Bereich, in dem sich gleich meine Hand befinden wird, nicht hier unten die Finger. Wichtig an der Stelle natürlich auch, wir fahren hinein, aber wir fassen nicht jetzt, um etwa die Fingerspitzen zurechtzuziehen, mit unseren unbehandschuhten Händen ran. Denn wenn wir das machen, ist der ganze Sinn von einem sterilen Handschuh leider komplett ad absurdum geführt. Der erste geht noch relativ einfach. Jetzt kommt der zweite Part. Den zweiten Handschuh. Nachdem ich diese Fläche hier mit dieser Hand noch nicht berührt habe, kann ich diesen Handschuh noch ringsum überall berühren. Wir fahren einfach mit den Fingern hier hinein und jetzt wird es wichtig. Aktuell ist das noch in Ordnung. Sobald ich mit meinen Fingerspitzen diesen Außenteil von dem Handschuh berührt habe, ist er kontaminiert und ich darf ihn auch mit diesem Handschuh nicht mehr berühren. Fehler Nummer 1, niemals den Daumen hier drauf legen. Wir spreizen die Finger schön weit weg, damit jeder sehen kann, wir berühren diese Umschlagfalte nicht. Fahren mit der Hand hinein und ziehen es nach unten. Und jetzt können wir mit unseren steril behandschuhten Händen auch die Fingerspitzen in die Position bringen, die wir brauchen. Dieser ganze Vorgang ist manchmal, insbesondere im Sommer, nicht so ganz hundertprozentig einfach. Idealerweise könnte man jetzt sagen, naja, warum musst du auch so enge Handschuhe nehmen? Nimm doch einfach eine Nummer größer. Das mache ich nicht. Das hat auch einen ganz simplen Grund.
Wenn die Handschuhe eine halbe Nummer größer sind, werfen sie unter Umständen etwas Falten. Ich komme zwar ganz leicht rein, das ist kein Problem, aber sobald ich versuche, eine ganz kleine Kugel irgendwo aufzuschrauben, drehe ich diese Kugel leider einfach nur in die Falte von dem Handschuh rein. Und das Ganze geht im wahrsten Sinne des Wortes komplett schief. Darum arbeiten wir lieber mit ganz engen Handschuhen. Das ist zwar immer ein bisschen eine Aktion, das Ganze anzuziehen, aber ganz unter uns, das Gefühl in den Fingern ist zumindest bei meinem Piercen damit deutlich besser. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es dazu Fragen gibt, schreibt sie gerne in die Kommentare, schreibt sie uns, kommt vorbei, redet mit uns darüber. Und ansonsten verbleibe ich dereinstweilen mal mit dem Wunsch, dass wir uns bald für neue spannende Folgen auf unserem Kanal wiedersehen. Bye, bye!